Große Herausforderungen erfordern große Lösungen. Ein unermesslicher Schatz, erhalten für die Nachwelt. Titel, Tränen und Triumphe. Deutsches Fußballarchiv. Es ist ein großes, es ist ein umfangreiches Projekt und es ist auch ein wichtiges Projekt. Es ist ein gemeinsames Projekt zwischen DFB und DFL. Ein Archiv mit enormem Potenzial, das wir in der Zukunft nutzen werden. Generationen verbinden. Das geschieht hierdurch. Das größte Fußballarchiv der Welt. Über 40.000 Stunden bewegte Bilder aller bewegenden Momente in der deutschen Fußballgeschichte. Die Bundesliga. Vom Start 1963 bis heute. Der DFB-Pokal und die Nationalmannschaft. Nicht im Tor! Kein Tor! Oder doch? Ein Bilderschatz, der jetzt in höchstmöglicher Qualität für zukünftige Generationen erhalten bleibt. Eine einzigartige Herausforderung. 5 Jahre hat es gedauert, das gesamte Material zu sichten und zu digitalisieren. Rund 37.000 Begegnungen sind dokumentiert, davon 21.000 mit bewegten Bildern. Digitalisiert wurden sowohl Spiele in ganzer Länge, wie auch Highlights oder Zusammenfassungen. Immer wieder tauchte bisher unentdecktes oder unbekanntes Material auf, sogar von Spitzenspielen in der Bundesliga. Die Bänder lagerten dann in Kellerräumen, hunderte Meter lang, möchte ich fast sagen, und die alleine zu werten, auszuwerten, zu archivieren und so weiter, ist eine Heidenarbeit gewesen. Aber so perfekt, wie es jetzt anscheinend gemacht wird, das wäre die Idealvorstellung für uns gewesen. Also da hätten wir alles für gegeben. Doch mit der Digitalisierung allein ist es noch längst nicht getan. Metadaten werden übernommen oder müssen neu hinzugefügt werden. Erst so ist gewährleistet, aus den vielen 1000 Stunden Material das Gewünschte zu recherchieren und auszuwählen. Für die Recherche kommt eine eigens dafür entwickelte Software zum Einsatz. Sie ermöglicht den Online-Zugriff auf Videosequenzen und die Metadaten. Und an jedem Spieltag wächst das deutsche Fußballarchiv. Die jeweils neuen Spielbilder aus den 18 Stadien aller 36 Clubs der Bundesliga und der zweiten Bundesliga werden von den Kameras im Stadion via Satellit in die DFA-Zentrale nach Köln übertragen. Hier wird das aktuelle Material direkt archiviert und steht im Anschluss zur Ausspielung und zur individuellen Weiterverarbeitung zur Verfügung. Seit Beginn der laufenden Saison werden neben den Spielbildern auch alle Scouting- und Tracking-Daten in der Datenbank erfasst und können ebenfalls sofort abgerufen werden. Eine redundante Systemlandschaft sorgt für die Datensicherung auf unbegrenzte Zeit. Der vielfältigen multimedialen Verwendung sind dank des Deutschen Fußballarchivs keine Grenzen mehr gesetzt. Das DFA als eigenständiges Tochterunternehmen der DFL stellt sich der Aufgabe, diesen Fußballschatz zu managen und in adäquater Form für den wachsenden multimedialen Markt weiterzuentwickeln.